Hallo, im letzten Video haben wir einen Teil der Aufgabe erledigt, also die Ebene E2 in Parameter und dann in Koordinatenform ausgedrückt. Nun wollen wir auch den Abstand des Punktes S, ja, steht hier nochmal in der Aufgabenstellung, von dieser Ebene E2 berechnen. Ja, die Frage ist, welche Form, Parameterform oder Koordinatenform brauchen wir in dem Fall? Welche ist für uns besser passend? Ja, wozu braucht man überhaupt unterschiedliche Formen? Also es gibt, eigentlich gibt es nicht nur Parameterform, Koordinatenform, sondern auch Normalenform. Und Koordinatenform könnte man sehr leicht in Normalenform überführen. Denn diese Skalare, also die Zahlen, die vor x2, die vor x1, x2 und x3 stehen, nämlich 1, 2, 2, ja, diese Zahlen sind die Koordinaten des normalen Vektors dieser Ebene. Also da ist kein Trick dabei. Ja, in normalen Formen brauchen wir diese Ebene nicht darzustellen, aber aus Koordinatenform könnte man auf jeden Fall den normalen Vektor ermitteln. Ja, was bringt das? Also, was bringt das eigentlich? Hier siehst du eine Ebene. Ich habe die absichtlich durchsichtig dargestellt, damit man von verschiedenen Seiten, also von allen Seiten, was sehen kann. Und diese Ebene, also nehmen wir an, das ist eine Ebene E2, da die zwei sind dann die Richtungsvektoren. Irgendwo, zum Beispiel hier ist der Stützpunkt oder auch, naja, man könnte auch den Stützpunkt hier darstellen. Das hier ist, also dieser Vektor ist normalen Vektor. Normalen Vektor soll zu allen Vektoren in dieser Ebene senkrecht sein. Wenn sich zwei Vektoren schneiden, dann ist auf jeden Fall normalen Vektor hier unter 90 Grad Winkel zu den anderen. Und in unserem Fall ist normalen Vektor 1, 2, 2. Nun kannst du dir vorstellen, irgendwo ist Punkt S. Also Punkt S ist da. Und wir wollen den Abstand von diesem Punkt, also wir wollen den Abstand von diesem Punkt S zu der Ebene berechnen. Dann müssen wir, also die gesamte Ebene brauchen wir nicht zu verschieben, die ist dann überall. Aber den normalen Vektor müssen wir so verschieben, dass er durch den Punkt verläuft. Ja? Auf jeden Fall soll der normalen Vektor durch den Punkt verlaufen. So kann man die Gerade beschreiben. Ja, die Gerade, die durch diesen Punkt verläuft und der Richtungsvektor ist dann der normalen Vektor und einfach den Schnittpunkt dieser Geraden mit der Ebene berechnen. Dann bestimmen wir diesen Punkt und den Abstand zwischen beiden Punkten. Ja, die Formel ist dann nicht so schwer. Diese Formel haben wir immer wieder in anderen Videos angewendet, also wo man den Abstand zwischen zwei Punkten berechnet. Ja, das Wichtigste habe ich dann erklärt. Also theoretisch sieht das dann so aus, praktisch werden wir gleich bestimmen. Okay, also Punkt S, ich schreibe hier nochmal Punkt S mit seinen Koordinaten auf, also S 4, 2, 10. Normalen Vektor haben wir auch. Und die Gerade können wir mit A bezeichnen. Die Gerade A sieht dann so aus. S ist dann der Stützpunkt, also 4. 2, 10, ja, S mit dem Ortsvektor OS plus, nehmen wir einfach Gamma. Gamma mal 1, 2, 2. Nun haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder setzen wir die Gleichung der Ebene mit der geraden Gleichung gleich und bestimmen Alpha, Beta und Gamma, dann können wir den Schnittpunkt berechnen. Oder es gibt auch anderen Weg, also diesen Weg kennen wir eigentlich schon. Es gibt auch einen anderen Weg. Wir sehen hier die Geradengleichung in Koordinatenform. Und hier steht nichts anderes als x1, x2 und x3. Also man könnte das hier auch als x1 gleich 4 plus Gamma. Ja, die erste Koordinate. X-Vektor hat natürlich hier drei Koordinaten. x2 ist gleich 2 plus 2 Gamma. Und x3 ist einfach 10 plus
2 Gamma. Vielleicht ist dieser Weg noch einfacher als einfach gleichsetzen. Also nicht, dass wir Alpha, Beta noch damit einmischen, sondern viele sehen wahrscheinlich auch schon, worauf ich hinaus will. Also man sieht x1, x2, x3. Wenn ich in dieser Gleichung x1 mit 4 plus Gamma, x2 mit 2 plus 2 Gamma und x3 mit 10 plus 2 Gamma ersetzen würde, so bekomme ich eine Gleichung, wobei überall Gamma drankommt. Also nur Gamma mit den Zahlen. So könnte man auch Gamma bestimmen.